Gladiators take the stage. Nichts zu holen gab es für Werner Grabherr und seine Mannschaft in St. Pölten. Altach kassiert die vierte Pleite in Folge und rutscht immer tiefer in die Krise. Darüber und über einiges mehr wollen wir heute sprechen in einer neuen Ausgabe von Dein Verein SCR Altach. Mit mir macht das Manuel Ortlechner, unser Sky-Experte. Hallo Manuel. Servus, hallo. Manuel, warum ist denn so dermaßen der Wurm drinnen in Altach? Na gut, die letzten Wochen und Monate waren sicher nicht einfach für den ganzen Club und alle Beteiligten. Und die Ergebnisse sprechen natürlich auch eine eindeutige Sprache. Man hat jetzt 7 Spiele wieder nicht gewonnen. Davor war einmal ein kurzes Aufflackern, wo man sich gedacht hat, so, und jetzt kommen wir mal so richtig in Gang, wenn ich da dieses Amira-Spiel hernehme. Aber unterm Strich ist nicht mehr wirklich viel gekommen. Ich wiederhole mich wahrscheinlich auch Woche für Woche. Ich bin der Meinung, dass schon sehr viel Qualität in der Truppe ist. Aber ich würde selber ganz gerne den Grund auch wissen, warum die Jungs ihr optimales Potenzial nicht abrufen können. Ja, bevor wir weitersprechen, werfen wir noch einen Blick zurück. Gerfried Bröll fasst die Highlights dieser Partie für uns zusammen. St. Pölten stürzt Werner Grabherr und den SCR Altach immer tiefer in die Krise. Die Vorarlberger fangen sich schon in der 6. Minute den ersten Gegentreffer ein. Mislow auf Ingolic. Seine Hereingabe stiftet Verwirrung, aber einer behält den Überblick. Isiaka Wedraogo mit dem frühen 1:0. Für die Niederösterreicher. Gute Hereingabe von Ingolic und dann kommt der Ball über Lienhardt zu Wedraogo. Unfreiwillige Vorlage des Altacher Routiniers und wunderbar löst das Wedraogo mit dem Unterschenkel. Dann in der 2. Hälfte schlägt auch Pack zu, der in der Pause für Wedraogo eingewechselt wird. Der Freistoß von Bayrami und Pack mit dem wunderbaren Kopfball Cobras rutscht dabei aus. Dann zeigen die Altacher, dass sie doch noch kicken können. Louis Mahop mit der Riesenchance, aber Christoph Riegler kommt rechtzeitig aus seinem Tor heraus. In der 89. Minute gibt es dann noch den Anschlusstreffer für die Altacher. Freistoß von Adrian Grubic, der hier schon beim Unter-21-Team getroffen hat. Und der Ball wird abgefälscht von Daniel Drescher. Christoph Riegler ist nicht nur die Sicht verstellt, er kommt hier auch klarerweise zu spät. Dabei bleibt es aber auch St. Pölten auf dem besten Weg in die Meistergruppe und der nächste Rückschlag für die ohnehin gebeutelten Altacher. Ja, der nächste Rückschlag, Orti. Warum fangen die Altacher eigentlich immer erst an, Fußball zu spielen, wenn sie irgendwo schon in Rückstand geraten sind? Ja, das ist, denke ich, auch genau die springende Frage. Sie haben ein bisschen Pech auch mit dem Spielverlauf ständig, weil die Spieler oft sich auch beschweren darüber, dass auch der Spielverlauf sehr, sehr oft gegen sie ist. In diesem Fall wieder nach ein paar Minuten sofort der Gegentreffer. Auch die Entstehung des Gegentreffers ist auch ganz interessant. Der Ball springt dann vom Lienhardt wieder dem Wedraogo, der wirklich sehr anständig dann auch getroffen hat, vor die Füße. Das ist genau der Punkt, wo es momentan gerade aufpassen muss in der Alltag, dass man nicht immer auch mit diesem Schicksal hadert. Und das sagen die Spieler auch immer wieder. Das ist die große Gefahr, die ich dabei sehe. Aber die wirkliche Erklärung weiß ich auch nicht mehr, weil man war sehr bemüht, man hat wirklich versucht, man hatte mehr Ballbesitz. Also es gab schon ein paar Parameter, wo ich mir denke, die weisen darauf hin, dass die Mannschaft ja lebt. Und auch, ich denke, auch das Spiel letzte Woche war ein großes Ausrufezeichen. Aber trotzdem, unterm Strich fahren sie wieder mit 0 Punkten nach Hause. Man bleibt am 11. Platz stehen. Man hat nur 11 Punkte. Das ist ja unterm Strich für die Mannschaft viel, viel zu wenig. Ja, ist das auch so der Hauptgrund, eben, dass man einfach zu spät anfängt, Fußball zu spielen, dass eben am Ende dann nichts rausschaut, dass eben diese 11 Punkte stehen, wie du sagst, viel zu wenig. Ja, eines der Grundthemen, glaube ich, bei dieser Mannschaft ist, dass man einfach offensiv zu harmlos ist. Teilweise auch zu wenige Torchancen sich erarbeitet. Ich denke, dass es schon von einigen, wenn ich mir einige Spiele ansehe, sehr, sehr viel Speed gibt in der Truppe. Das ist etwas, wo man denkt, das gebe mir jetzt als Trainer Hoffnung, weil mit dem kann man heutzutage schon sehr viel bewirken. Aber trotzdem passiert offensiv viel zu wenig. Die Kreativspieler lassen teilweise aus. Sehr, sehr viele Rotationen gibt es in der Truppe. Also personell wird auch sehr, sehr viel immer wieder gewechselt. Der eine oder andere Spiel ist dann wieder in einem Formtief. Also es passt leider sehr, sehr viel nicht zusammen, leider. Ja, nach der Partie haben uns die Altacher Protagonisten Rede und Antwort gestanden. Die Enttäuschung war natürlich riesengroß. Wie jede Woche laufen wir an einem 1:0 Rückstand hinterher. Es kostet jedes Mal viel Kraft. Wir kriegen leider keine Kontinuität in unser Spiel. Letzte Woche die Leistung in Salzburg war anständig und da wollten wir anknüpfen und ist uns überhaupt nicht gelungen. Wir haben mehr Ballbesitz gehabt, wir haben
von hinten gefährlich gespielt, aber vorne rein, ja, sind wir nur ganz selten zwingend geworden. Und ja, es hat hinten vorne zusammenpasst. Wir wollen besser werden, es geht nur ums Gewinnen, wir wollen Punkte sammeln. Und jede Woche schaut nichts aus und das ist ermüdend. Ja, was denken Sie, was sind so die Hauptprobleme im Moment für diesen Antilauf? Ja, wenn unten drin steckst, klebt er die Scheiße am Fuß. So ist das jetzt bei uns. Vorne machen wir die Tore nicht. Hinten kriegen wir zu einfache Tore. Ja, jetzt zählt es noch gegen Hartberg, anständige Leistung zu zeigen. Wenn möglich, ein Dreier einfahren, dass wir vielleicht noch ein bisschen aufschließen und dann mit einem halbwegs guten Gefühl noch in die Winterpause gehen. Otti, du als ehemaliger Spieler, der auch alle Höhen und Tiefen durchgemacht hat, wirken die Spieler auf dich auch relativ ratlos mittlerweile? Genau, sehr, sehr niedergeschlagene, deprimierte Gesichter natürlich, weil sie es ja auch nicht wirklich gewohnt sind, dass sie in dieser Situation feststecken und vor allem so lange schon feststecken. Es ist ja nicht eine Momentaufnahme, sondern es zieht sich eigentlich ja fast schon von Runde 1 weg bis Runde 17, dass man da hinten drinnen hängt. Auch von außen wird oft gesagt, dass er mehr Qualität eigentlich drin wäre oder mehr Potenzial in der Truppe strecken würde. Und ich glaube, die Spieler können es wahrscheinlich nicht mehr hören. Aber sie müssen ruhig und cool bleiben. Aber nicht nur die Spieler, sondern der ganze Club muss ruhig bleiben. Ich weiß, dass auch im Sommer brutal viele Verträge auslaufen. Ich glaube, 2/3 der Mannschaft steht ohne Vertrag da, Stand heute. Also da kommt sehr viel Arbeit auf den Sportdirektor hinzu. Dann natürlich ist jetzt gerade der Trainer auch in aller Munde, ob man mit ihm weiter tut oder nicht. Also es ist keine einfache Situation momentan für den Club. Auch der Präsident wird ja mit März verabschieden. Also es ist nicht so einfach, was da gerade passiert. Und da braucht man einfach auch eine gewisse Geduld und einen kühlen Kopf. Ja, groß war die Enttäuschung natürlich nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei Trainer, bei Werner Grabherr. Und auch mit ihm hat Gerhard Grabert nach der Partie gesprochen. Werner Grabherr, was sind die Ursachen für die 4. Niederlage am Stück? Ja, dass es mir scheinbar in dieser Woche nicht gelungen ist, diesen Druck von der Mannschaft zu nehmen. Das war vor allem in der ersten Halbzeit spürbar. Wir haben extrem viele unnötige Fehlpässe gehabt. Wir haben überhaupt nicht ein Spiel gefunden. Der frühe Gegentreffer war gleich einmal so ein Zeichen dafür und da war alles andere wie Sicherheit vorhanden. In der zweiten Halbzeit ja, haben wir dann eher alles auf eine Karte gesetzt und ist uns dann leider dieser Anschlusstreffer auch zu spät geglückt. Der zweite war wieder augenscheinlich in der Standardsituation und so ist hinten raus sich dann nicht mehr ausgegangen. Am Ende sind wir wieder mit einem Tor hinten nach und das zieht sich leider schon durch die Saison. Ist es mittlerweile mental auch schon so, dass die Spiele eben gehemmt sind? Ja, es gibt dann immer wieder Spiele, wo es grundsätzlich in eine andere Richtung geht. In Salzburg waren wir vor Beginn weg richtig drin, haben die Elfer-Situation gehabt. Heute war es wieder umgekehrt. Also möchte da jetzt nicht irgendwo einen Slalomlauf beginnen und jedes Spiel nochmals aufbearbeiten. Aber es zieht sich durch. Die Standards bringen uns im Moment leider nicht zur Ruhe und deshalb wird es auch ganz schwierig, generell Spiele zu gewinnen. Ja. Müssen Sie sich persönlich angesichts dieses Antilaufs jetzt auch mit dem Worst-Case-Szenario sozusagen auseinandersetzen, eben, dass es vielleicht das Ende gibt als Cheftrainer im Alltag? Ja, wie gesagt, das sind nicht meine Baustellen am Ende, mit denen ich mich jetzt auseinandersetzen muss. Ich arbeite mit der Mannschaft. Wir haben jetzt mit Hartberg noch ein Spiel. Wir sind Punkte gleich mit dem Tabellenletzten mit 11 Punkten nach 17 Spielen. Und deshalb gibt es da auch nichts schön zu reden. Ja, Hand aufs Herz, Otti. Glaubst du, dass Werner Grabherr im Frühjahr noch auf der Altacher Trainerbank sitzt? Tendenziell wahrscheinlich weniger. Ich habe keine Ahnung, ob er eventuell das Spiel gegen Hartberg noch was reparieren kann. Es gibt natürlich jetzt irgendwo eine Tendenz. Aber ob es so sein wird oder nicht, kann ich auch schwer beurteilen. Ich habe keine Ahnung, wie stark wirklich das Vertrauen des Clubs in den Trainer ist. Die eine oder andere Aussage hat ein bisschen nachdenklich gestimmt diesbezüglich. Voller Rückhalt sieht etwas anders aus. Aber nur mal, das müssen sie jetzt intern bewerten, ob er der richtige Mann dafür ist. Ich glaube auch, dass es sie verdient hat, dass man relativ rasch und klar mit ihm umgeht und ihm auch das Vertrauen ausspricht oder eben nicht. Weil ich denke, das ist gerade das große Thema, dass man für Klarheit sorgt. Auch die Mannschaft muss das ja auch wissen. Und dann muss man schauen, dass man einfach im Frühjahr ganz, ganz anders auftritt als jetzt. Das ist die große Challenge, der man sich gegenübersteht. Ja, lassen wir das Wochenende hinter uns. Emir Karic, einer der Altacher Spieler, er ist im vergangenen Sommer nach Altach gekommen. Angefangen Fußball zu spielen hat aber natürlich schon viel früher. Und wir haben bei ihm mal nachgefragt, wie das so war, damals, als er noch ganz klein war. Ja, also relativ klar, wo ich schon war. 3-4 Jahre alt, habe ich immer mit dem Ball daheim umeinander gespielt. Und da ist einmal dazu gekommen, dass ich ein Fenster eingeschlagen habe mit dem Ball.
Und ich glaube, das war der Zeitpunkt, wo mein Mann dann gesagt hat, ja, jetzt ist Zeit, dass du mal auf den Fußballplatz gehst. Dann habe ich mich einfach zum örtlichen Verein geschickt. Ich weiß jetzt nur, wo ich relativ klar war, haben wir am Vereinsgelände ein Trainingslager gemacht und habe 3 Tage dort übernachtet. Und das war für mich als kleines Kind unvorstellbar. Habe ich mich richtig gut gefühlt. Und das ist halt am meisten hängen geblieben. Ich war eigentlich wirklich ein Musterkind. Immer rechtzeitig daheim gewesen. Jetzt nie richtig Probleme gemacht, in der Schule alles passt. Also ich glaube, wenn man meine Mutter fragen würde, sie würde irgendwas finden, aber von mir, aus meiner Seite, hat es nichts gegeben. Relativ viel Post habe ich nicht, meine Mama hat das nicht erlaubt. Wegen den Klebebandeln, dass die Wände kaputt machen. Aber ich habe halt so selber in Bilder rein da. Aber das waren nicht Weltstars, aber für mich halt Stars. Ich habe Bilder gehabt von Herwig Drechsel, Ronald Brunnmeier. Das waren früher eigentlich auch so meine Kindheitshelden. Also ich glaube es ihm ehrlich gesagt nicht ganz, dass er immer so ein Musterkind war. Orti, du? Nein, no, ja, wenn er mir das Interview anschaut, hundertprozentig, ich glaube ihm jedes Wort. Du glaubst ihm jedes Wort? Jetzt lügst du auch. Wer Herwig Drechsel und Ronny Brunnmeier auf der Wand hängen hat, dem glaube ich jedes Wort. Gut, werfen wir noch einen Blick in die Zukunft. Benedikt Zech hat es im Interview schon angesprochen, dass es extrem wichtig ist, diesen Herbst jetzt noch positiv abzuschließen. Hartberg ist zu Gast in Altach. Wie viel hängt denn auch von diesem letzten Spiel jetzt noch ab? Ja, jetzt haben die Spieler nur einmal eine Möglichkeit, in die Winterpause zu gehen, wo sie eigentlich mit einem positiven Ergebnis nochmal sie verabschieden und vielleicht auch dem Trainer was Gutes tun können. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das Spiel ausgehen wird, weil da ist sehr, sehr viel möglich. Aber natürlich, der Druck wird nicht weniger. Ja, der Druck wird nicht weniger. Das Spiel gegen Hartberg gibt es natürlich live bei uns auf Sky Sport Austria. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Orti, dir danke für deine Expertisen. Wir beide hoffen natürlich, dass es in Altach bald wieder steil bergauf geht. Und wir sind dann nächste Woche wieder für Sie da mit deinem Verein SC Altach. Bis dahin, machen Sie es gut.